Hi everyone and welcome back. Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Die Quelle. Ich bin Ihre Gastgeberin Taylor Hudak. Heute werden wir uns über das US-Imperium mit unserem Gast unterhalten. Ein ehemaliger Insider mit einem tiefen Verständnis für den militärisch-industriellen Komplex der USA. Unser Gast ist ein pensionierter Oberst, der mehr als 30 Jahre in der US-Armee gedient hat und während seiner Zeit bei der Armee von 1987 bis 1989 zur Fakultät des US Naval War College gehörte. Er diente als spezieller Assistent von General Colin Powell, als dieser von 1989 bis 1993 der Vorsitzende des Joint Chief of Staff war. Außerdem war er stellvertretender Direktor der US Marine Corps University in Quantico von 1993 bis 1997. Und schließlich diente er von 2002 bis 2005 als stellvertretender Stabschef des damaligen Außenministers Colin Powell. Inzwischen ist er Distinguished Professor of Government and Policy am William and Mary College. Ich freue mich, Ihnen unseren heutigen Gast Colonel Lawrence Wilkerson vorzustellen. Colonel, danke für Ihre Zeit. Colonel, thank you for coming on. Thank you for having me. Absolutely. So I do want to get started with. Ich möchte gerne mit der Außenpolitik dieser neuen Regierung beginnen. Anthony Blinken, unser neuer Außenminister, erhielt vor kurzem eine Rede, in der mir ein paar Sätze besonders auffielen. Dazu würde ich gerne Ihre Meinung hören. Er sagte, ich zitiere, die Stärkung unserer Demokratie, das heißt hier in den Vereinigten Staaten, ist ein außenpolitischer Imperativ. Zitat Ende. Er sagte auch, und ich paraphrasiere hier, dass die Menschen auf der ganzen Welt erkannt haben, dass unsere Demokratie zerbrechlich ist und die Menschen beobachten, um zu sehen, ob wir widerstandsfähig sind und uns der Herausforderung stellen können und ob das unser Fundament der Legitimität für die kommenden Jahre sein wird. Was halten Sie von dieser Aussage? Es ist eine sehr wichtige. Ich glaube nicht einen Moment lang, dass irgendeine US-Regierung das Gesagte mit Nachdruck einfordern wird. Ich hoffe, ich werde überrascht. Aber es ist sehr wichtig, dass wir zumindest einige Anstrengungen in dieser Hinsicht unternehmen. Erstens, weil Amerika sozusagen als das führende Imperium in der Welt besser durch sein beispielhaftes Exempel führt als durch Bomben, Geschosse und Bajonette, was es jetzt seit über 20 Jahren versucht und das ohne Erfolg. Wenn man nicht das wiederherstellen kann, was andere Menschen an einem respektieren, sogar Feinde, dann ist man in ziemlich schlechter Verfassung. Der zweite Teil, auf den er anspielte, ist, dass wir unsere Wirtschaft in Ordnung bringen müssen. Der Motor des Erfolges eines jeden Imperiums in der Welt, eines jeden Staates in der Welt, ist grundsätzlich etwas anderes als seine Ideologie. Es ist seine Wirtschaft und sein Finanznetzwerk. Das ist lange her. 1947, 48, 53, zum Beispiel 1956, während der Suez-Krise, konnten wir allein mit dem Dollar und seiner Macht so ziemlich mit den Fingern schnipsen und die halbe Welt einschüchtern. Das hat deutlich abgenommen und es wird jeden Tag noch geringer. Die Wiederherstellung der inneren Integrität der Vereinigten Staaten, einschließlich ihrer Wirtschaft, und damit meine ich die Infrastruktur und andere Aspekte dieser Wirtschaft, die sie widerstandsfähig und reaktionsfähig für die Zukunft machen, ist also unerlässlich. Absolut unerlässlich. Ich denke, das ist der Grund. Aber von einigen Leuten hätten wir nicht erwartet, dass Biden sie in die innenpolitische als in die außenpolitische Arena einordnet. Das ist die wichtigste Arena für Joe Biden, zumindest in den ersten paar Jahren. Zum Teil wegen der Covid-19-Pandemie, die von der vorherigen Regierung so miserabel gehandhabt wurde, aber auch wegen dieser Dinge, über die Sie gerade den Außenminister zitiert haben. Während der Rede sagte der Außenminister Anthony Blinken, dass die Vereinigten Staaten die Dinge anders als sie in der Vergangenheit handhaben werden. Allerdings steht das im Widerspruch zu dem, was wir vor kurzem in Syrien mit der Bombardierung Syriens durch die USA gesehen haben. Und der Grund dafür, so wird behauptet, sind die vom Iran unterstützten Milizen, die sich in der Region befinden. Das wäre das Ziel gewesen. Glauben Sie, das ist eine wahrheitsgemäße Aussage oder dass es zumindest genug Beweise gibt, um sie zu unterstützen? Oder ist das eher eine Ausrede, um es der amerikanischen Öffentlichkeit zu ermöglichen, vielleicht nicht so kritisch gegenüber diesem jüngsten Militärschlag zu sein? Ich denke, es geht in die gleiche Richtung und ich bin wirklich traurig, das zu sehen. Ich hätte zum Beispiel lieber ein direktes und fantasievolles Zugehen auf den Iran vernommen, ohne jegliche militärische Konnotationen.
keinen Sicherheitsbeiklang und Fragen wie, was braucht ihr zur Bekämpfung der Pandemie? Wir wissen, dass dieser Schurke Mike Pompeo, der als Außenminister auftrat, aber dennoch Amerika repräsentierte. Und für den Iran war das Amerika, das den Iran in einem schrecklichen Zustand von der Covid-19-Pandemie zurückließ. Sogar Masken und andere medizinische Utensilien werden davon abgehalten, in den Iran zu gelangen. Es wurde verhindert, dass Impfstoffe in den Iran gelangen. Wenn China und Russland nicht wären, gäbe es kaum etwas. Das wäre also mein Schachzug gewesen. Ich hätte gesagt, jetzt ist es soweit, so wie es mein Präsident George W. Bush in den Jahren 2002 und 2003 getan hat, als das wirklich schreckliche Erdbeben im Iran Tausende von Menschen getötet und 1000 weitere obdachlos gemacht hat. Etwa 30.000 bis 40.000, wenn ich mich recht erinnere, buchstäblich in 1 oder 2 Stunden. Wir schickten alles, was wir konnten. Humanitäre Hilfe. Wir schickten Feuerwehrautos. Wir schickten Feuerwehrleute und Hunde, die wussten, wie man Menschen in Trümmern aufspürt. Genau das hätten wir tun sollen. Das wäre ein kluger Schachzug gewesen und ein Schachzug, den der Iran zu schätzen gewusst hätte und der vielleicht sogar Gespräche eingeleitet hätte. Und natürlich haben die Spannungen mit dem Iran zugenommen, vor allem seit dem letzten Jahr, im Jahr 2020, als die Trump-Administration den iranischen General Qasem Soleimani ermordete. Glauben Sie, dass die Biden-Administration diese Spannungen und den Konflikt mit dem Iran vielleicht noch verstärken wird? Dies entspricht, denke ich, mehr dem Skript, das zum Beispiel Präsident Obama mir gegenüber erwähnte, als ich damals im November 2015 mit ihm und Außenminister Kerry im Roosevelt Room war. Der Präsident ist nach 2 Amtszeiten 7 und er schaut mich an und sagt, es gibt eine Voreingenommenheit in dieser Stadt Washington im Hinblick auf den Krieg. Denken Sie, Herr Präsident, denken Sie, dass es vielleicht eine Voreingenommenheit gegenüber dem Krieg gibt? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals einen amtierenden Präsidenten in meiner Gegenwart sagen hören würde. Aber er sagte es. Er kam gerade aus Libyen und belehrte Außenminister Kerry genauso wie mich und den General, der mit mir dort war. Er erklärte seinem Außenminister, dass er ihm geholfen habe, ihn in dieses Chaos in Libyen zu bringen. Das ist also ein echtes Problem für Demokraten und Republikaner. Sie können sich dieser Voreingenommenheit gegenüber dem Krieg nicht entziehen. Präsident Biden, der nur 4 Jahre Zeit hat, muss nicht die Politik umwerben, die nötig ist, um wiedergewählt zu werden. Er muss sich und seine Partei durch die Zwischenwahlen bringen. Aber das gibt ihm eine Menge Flexibilität. Das sehe ich aber nicht. Ich sehe immer dasselbe. Ich hoffe, ich liege falsch. Ich hoffe, dass die Außenpolitik dieser Regierung etwas anders sein wird. Aber im Moment bin ich besorgt. Sie haben erwähnt, dass möglicherweise wieder alles in die gleiche Richtung geht. Deshalb möchte ich Ihnen eine weitergehende Frage stellen. Können wir uns selbst aus dem militärisch-industriellen Komplex herauswählen? Das ist eine exzellente Frage und ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Wir können uns nicht selbst aus der Thematik von Waffen herausnehmen. Waffen sind überall. 90% der Amerikaner behaupten, dass sie irgendeine Art von Waffenkontrolle wollen. 100% sagen in den meisten Umfragen, dass sie zumindest Background-Checks wollen und sie verlangen, dass diese gut und gründlich durchgeführt werden. Wir können nicht einmal das durchsetzen. Die Menschen wollen etwas mit einer Quote von 90% und der Kongress kann es wegen der NRA und anderen, die sie finanzieren, nicht tun. Sie haben nicht den politischen Mut oder die Zivilcourage dazu. Es ist das Gleiche mit dem militärisch-industriellen Komplex. Besorgen Sie sich eine Liste der Kongressmitglieder, Senat und Repräsentantenhaus, die Geld von Lockheed Martin, von Raytheon und Boeing, General Dynamics, all diesen verschiedenen Firmen bekommen. Es ist zu lukrativ. Und die militärischen Auftragnehmer in Übersee sind jetzt fast zahlreicher als die Dienstkräfte in Übersee. Und sie verdienen eine Menge Geld. Das Mindestgehalt für diese Leute liegt etwa bei $100.000 im Jahr. Und viele von ihnen liegen weit darüber. Ganz genau. Es gibt auch keine Rechenschaftspflicht. Ich möchte auf einige Besonderheiten hier in Bezug auf die US-Außenpolitik und Intervention im Jemen eingehen, da es dort eine ernste humanitäre Krise gibt. Saudi-Arabien und seine Verbündeten bombardieren den Jemen schon seit einiger Zeit, um die Houthi-Rebellen zu bekämpfen. Die USA haben diesen Krieg unterstützt. Biden sagte, er werde die Beteiligung der USA am Krieg im Jemen beenden. Biden erklärt jedoch auch, dass die Vereinigten Staaten weiterhin die Verteidigungsanstrengungen im Namen Saudi-Arabiens unterstützen werden. Gibt es eine missverständliche Terminologie, die hier verwendet wird? Unglaublich ist das, und ich bin es gewohnt, da ich viele Jahre im Pentagon verbracht habe. Die Definition von Defensivwaffen zum Beispiel und Offensivwaffen ist, man muss die Stecknadel im Heuhaufen finden. Das Pentagon und ihre Anwälte sind alle ausgestattet, dies zu tun.
Defensiv und offensiv haben eine ziemlich klare Bedeutung für den durchschnittlichen Amerikaner und den durchschnittlichen Jemeniten oder Saudi oder sonst wie. Das ist es, was wir auch haben sollten. Wir sollten sagen, keine Offensivwaffen mehr, keine offensive Hilfe mehr, egal welche Art. Und wenn man möchte, dass das in irgendeiner Art und Weise wieder aufgenommen wird, dann muss dieser Krieg aufhören. Dieser Krieg muss aufhören. Gerade heute Morgen habe ich gelesen, dass wir einen neuen Weg eingeschlagen haben. Die Houthis wollen das wahrscheinlich mehr als alles andere und sicherlich wollen die Jemeniten, dass die Blockade aufgehoben wird, weil die saudische Blockade alles von Lebensmitteln, sauberem Wasser, humanitären Gütern daran hindert, ins Land zu kommen. Sie wollen also, dass die Blockade aufgehoben wird. Die Saudis sagen, dass sie eine Art Pufferzone zwischen ihnen und den Houthis wollen, nicht nur die Grenzen, die es bisher gab. Es sieht also so aus, als ob wir uns einem Punkt nähern, an dem Bidens Worte hier, obwohl sie zweideutig waren, und die Verschiebung, die von Saudi-Arabien erwartet wird, und im Übrigen auch von Netanyahu, weil sie jetzt eine Einheit sind, genug Druck ausüben könnten, damit wir einige sinnvolle Gespräche führen können. Aber ich werde abwarten und beobachten. Das ist, was Sie angedeutet haben, der unglaublich brutalste Konflikt, den es im Moment auf der Welt gibt. Cholera, Hungersnot, Bomben, Tötung von Zivilisten, Tötung von Kindern und so weiter. Es ist verachtenswert und verwerflich, dass die Vereinigten Staaten darin verwickelt sind. Wir sollten uns sofort zurückziehen. Aber da, wo wir jetzt sind, und Präsident Biden ist da, wo er ist, und sein Gesandter ist da, wo er ist, wenn wir das wirklich vorantreiben und Druck ausüben, könnten wir eine Art politischen Schlussstrich unter diesen Konflikt ziehen. Und nichts, nichts auf dieser Welt würde mich mehr freuen. Wie können wir das erreichen? Wenn man genug Druck auf die Saudis ausübt und wir wissen, wie man Druck auf die Saudis ausübt und man Netanyahu sagt, er soll die Klappe halten und verschwinden, nebenbei bemerkt, wird er in sehr naher Zukunft daran arbeiten, seinen Atomreaktor hier in Israel aufzurüsten. Er muss seinen Mund über diese Atomangelegenheit halten, weil er der Einzige ist, der Atomwaffen in der Region besitzt. Und es tut mir leid, Israel ist keine Demokratie mehr. Israel ist ein Apartheidsstaat, sicherlich in der Westbank, sicherlich auf dem Golan, sicherlich in Jerusalem und zunehmend in Israel selbst. Also reden Sie mir nicht von einer Demokratie, Ministerpräsident Netanyahu, und Ihren eigenen Atomwaffen. Ich habe vor Ihnen genauso viel Angst, wie ich vor dem Iran mit Atomwaffen Angst hätte. Also lassen Sie uns das in Ordnung bringen und lassen Sie es uns richtig machen. Nehmen Sie ihn aus den Gesprächen heraus, holen Sie die VAE rein und die Saudis rein und vermitteln Sie ihnen die Quintessenz. Sie beenden diesen Konflikt oder es wird schlimme Folgen haben. Diese Art von Druck können wir ausüben, wenn wir das wollen. Und Biden ist nicht auf echte Taten aus. Kommen Sie, lassen Sie uns hier etwas tun, das zur Abwechslung mal bemerkenswert gut aussieht. Wissen Sie, wir reden darüber, dass sich die Außenpolitik der USA ändern muss. Und wie ich Sie vorhin gefragt habe, können wir uns nicht wirklich aus dem militärisch-industriellen Komplex herauswählen. Und soweit ich weiß, kann keine Militäroperation gestartet werden, keine Bombe kann abgeworfen werden, ohne die Beteiligung der Geheimdienste. Wie können wir also die Art und Weise ändern, wie wir uns mit dem Rest der Welt beschäftigen, wenn wir immer noch so stark von der Geheimdienstgemeinschaft kontrolliert werden? Ich würde es nicht so ausdrücken. Was Sie gesagt haben, ist richtig. Aber es ist nicht ganz so zutreffend, wie wenn Sie gesagt hätten, der Kongress. Denn der Kongress hat das verfassungsmäßige Recht und die Macht, sogar mit der kürzlich in den frühen 70er Jahren modifizierten War Power Resolution, dem Präsidenten zu sagen, dass er die Kämpfe einstellen, die Militäraktion beenden, unterlassen soll. Wir schaffen es, dass die Gesetzgebung in beiden Häusern verabschiedet wurde und den Präsidenten zwang, gegen Saudi-Arabien und die VAE und den Rest der damaligen Koalitionsmitglieder vorzugehen und den Krieg im Jemen zu beenden, zumindest was die Beteiligung der USA angeht. Es wurde verabschiedet und dann legte der Präsident sein Veto ein. Und wir hatten nicht die Zweidrittelmehrheit der Mitglieder, um es zu überstimmen. Wäre der Kongress nicht politisch und moralisch feige gewesen und hätte sein Recht auf die Kriegsmacht geltend machen wollen, hätte er sofort zwei Dinge getan. Erstens hätte er die Zahl der Mitglieder, die sich über das Veto hinwegsetzen, tatsächlich angegeben und die USA aus dem Krieg herausgeholt. Und zweitens hätte es die verfassungsmäßigen Befugnisse des Kongresses in Bezug auf die Kriegsmacht wieder bestätigt. James Madison, der mehr als jeder andere die Verfassung geschrieben hat, wenn er heute noch leben würde, würden wir ihn als den Schreiber der Verfassung bezeichnen, sagte, dass die wahrhaftigste Krankenschwester der Aggrandizierung durch die Exekutive der Krieg ist. Und das haben wir gesehen.
Wir haben das seit Korea gesehen, eigentlich als Harry Truman auf der Halbinsel in den Krieg zog, ohne jegliche Zustimmung des Kongresses. Und fast zwei Wochen vorher sprach Dean Acheson, der Außenminister, mit ihm und sagte ihm, er solle zum Kongress gehen. Und er kam aus dem Senat. Stellen Sie sich das vor. Wir haben also seit langer, langer Zeit die Macht des Kongresses über den Krieg nicht mehr so genutzt, wie wir es sollten. Wir sind wirklich schrecklich damit umgegangen, seit die AUMF, Authorization for the Use of Military Force, wirklich für den ersten Golfkrieg und dann nach 9/11 herausgegeben wurde. Wir benutzen diese Befugnisse einfach, um überall zu bombardieren. Tatsächlich war das, was Präsident Biden neulich tat, das Abwerfen von Bomben auf Syrien, nach internationalem Recht illegal, nach innerstaatlichem Recht. Es war illegal. Exactly. I was just thinking of that. Daran habe ich gerade gedacht, als Sie den Kongress erwähnten, denn technisch gesehen hat der Kongress diesem Luftangriff nicht zugestimmt. So war es nicht nur national illegal, sondern auch international. Ja, Sie nehmen Bezug zur 20 Jahre alten AUMF und sagen, dass es darunter fällt. Entschuldigung, das funktioniert nicht. Im internationalen Recht würden wir vor dem Internationalen Strafgerichtshof verlieren. Ich möchte auch auf Saudi-Arabien eingehen und speziell auf das kürzlich veröffentlichte geheime Dokument, das jetzt freigegeben wurde, ein Bericht über die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi. Dieser zeigte, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman die Gefangennahme von Khashoggi und möglicherweise auch seine Tötung genehmigt hat. Was ist Ihre Einschätzung zu diesem Bericht? Ich denke, der Bericht ist absolut korrekt. Ich war mit der Sonderberichterstatterin der UN bei den Ermittlungen dabei und sie hat eine Reihe von uns gebrieft. Tim Kaine, Senator aus Virginia, Bob Menendez, Demokrat, natürlich im Senat. Und ich war schon lange überzeugt, dass es nicht nur so war, dass Mohammed bin Salman, sagen wir mal, mitschuldig war. Er hat es angeordnet. Er ordnete es an und überwachte es durch seine rechte Hand. Ich bin also nicht schockiert darüber. Ich bin schockiert über die Tatsache, dass wir anscheinend bereitwillig darüber hinwegsehen und nicht wirklich darüber besorgt sind. Stalin sagte einmal, wenn man einen Menschen tötet, ist es Mord. Wenn man 1 Million tötet, ist es nur eine Statistik. Nun, okay, gut. Aber man kann das auch umkehren und sagen, das war ein amerikanischer Bürger, das war ein Journalist. Dies war ein Mann, der, okay, laut den Geheimdiensten wahrscheinlich einige Dinge getan hat, die dem Interesse des saudischen Königs, dem Interesse der königlichen Familie zuwiderliefen. Und was nun? Man kann nicht so vorgehen, wie sie es mit ihm getan haben und schon gar nicht auf so eine Art und Weise. Nur die Vereinigten Staaten machen Dinge so inkompetent, wie es hier der Fall war, ohne die Spuren wirklich zu verwischen. Ich meine, sogar Putin hat etwas in diese Richtung gesagt. Das war wirklich dumm. Und Putin weiß es. Putin weiß, wie man es macht. Er gibt ihnen eine nukleare Pille mittels eines Briefes nach London oder so. Das war einfach so offensichtlich. Also kann ich alles machen. Was mich an einen jungen Mann erinnert, der die größte Ungleichheit hinsichtlich des Reichtums von allen Staaten der Welt hat. 90% und mehr des Reichtums sind in den Händen der Royals und der Rest der Saudis erstickt. Right. Do you think that? Glauben Sie, dass Saudi-Arabien und der Kronprinz jemals dafür zur Rechenschaft gezogen werden? Und glauben Sie, dass dies irgendwelche Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA haben wird? Ich denke, die einzigen Leute, die Mohammed bin Salman zur Rechenschaft ziehen werden, werden die Royals selbst sein, wenn sie genug von ihm haben und Abstand von ihm nehmen. Gerade jetzt war das eine Möglichkeit. Es war eine latente Möglichkeit für etwa die letzten 7 oder 8 Monate. Und der Mord an Khashoggi hat das ziemlich beschleunigt. Aber inzwischen hörte ich, dass sie niemand anderen finden können, der etwas mit der Nachfolge dieses alten, bald verstorbenen Königs zu tun haben will. Es fällt mir schwer, das zu glauben, aber ich habe es gehört. Das bedeutet also, dass Sie mit Mohammed bin Salman Vorlieb nehmen müssen. Sie haben auch eine Menge Eisen im Feuer, um die Zukunft Saudi-Arabiens zu sichern. Keiner weiß das besser als die Saudis. Ich habe diese Gespräche mit saudischen Ölministern und stellvertretenden Ölministern geführt. Sie wissen, dass einige Veränderungen bevorstehen. Sie wissen, dass sie Billionen von Dollar an gestrandeten Vermögenswerten haben werden, also Erdöl im Boden unter der Wüste, das sie an niemanden verkaufen können. Sie wissen, dass die fossilen Brennstoffe verschwinden werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und so haben sie einen Anreiz, so viel Aufwand wie möglich zu betreiben, um es jetzt zu gewinnen und es zu verkaufen.
Im Moment gibt es ein kleines Problem, weil sie versuchen, sich zurückzuhalten, damit wir bestraft werden und der Benzinpreis an der Zapfsäule steigt. Aber das sind kleinere Kämpfe. Das große Problem ist, dass in 30 Jahren alle von fossilen Brennstoffen ablassen werden oder wir sind toast. Wir können es vergessen. Das ist also etwas, das sich in ihren Köpfen abzeichnet, direkt vor ihren Augen. Mohammed bin Salman hat versprochen, einen Plan auszuarbeiten, der sie aus diesem Problem herausführt, um die saudische Wirtschaft auf den richtigen Weg zu bringen, wenn sie so wollen, und sie zu diversifizieren. Ich weiß nicht, ob er es kann, aber sie hoffen, dass er es kann. I don't know if he can do that. But their hope is that he can. And so I think they're going to ride him. Deshalb denke ich, dass sie ihn weiterhin unterstützen werden. Sie werden jetzt keinen großen Wandel vollziehen. Es ist in gewisser Hinsicht traurig, weil ich nicht glaube, dass er die richtige Wahl für sie ist. Aber sie haben keine andere Möglichkeit. Sehr interessant. Warum machen wir nicht eine kurze Pause? Und wenn wir zurückkehren, werden wir mit unserer Diskussion über die US-Außenpolitik in Bezug auf China und Russland fortfahren. Aber vorher sehen Sie sich diesen Werbespot an. Dies ist ein Akt des reinen Journalismus. Jeder Journalist auf der Welt hätte Edward Snowden anfeuern sollen. Er tat das, was jeder Journalist tun sollte. Weil wir Beweise dafür haben, dass die Dinge schieflaufen, wenn wir so etwas tun. Willkommen zurück bei Die Quelle und danke fürs Zuhören. Okay, Colonel, ich möchte mit Ihnen über China und Russland und deren Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sprechen. Insbesondere über die Möglichkeit eines Atomkrieges. Etwas, das absolut erschreckend ist und es ist eigentlich absurd, dass wir das überhaupt diskutieren müssen. Erst letzten Monat hat Admiral Charles Richard, der Leiter des strategischen Kommandos der USA, das zum US-Verteidigungsministerium gehört, erklärt, es bestehe die reale Möglichkeit für einen Atomkrieg und dass Peking und Moskau internationale Standards aggressiv herausfordern. Er sagt sogar, die USA müssten erkennen, dass, Zitat, ein nuklearer Einsatz eine sehr reale Möglichkeit sei. Glauben Sie, es ist eine tatsächliche Möglichkeit? Und wie groß ist die Gefahr, dass die Stimmung kippt? And how dangerous is this sentiment? First, if I were the President of the United States, wenn ich der Präsident der Vereinigten Staaten wäre, keine Chance. Aber wenn ich es wäre, würde ich diesen Admiral vorladen und ihm sagen, dass er noch eine Möglichkeit hat, noch eine Chance, so etwas noch einmal zu sagen. Danach wäre er weg. Er wird gefeuert. Er ist raus aus der Sache. Nicht nur, weil es unpolitisch ist, solche Dinge zu sagen, sondern auch, weil uns das in die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zurückversetzt, sicherlich 1951, nachdem wir den sowjetischen Atomwaffentest erstmal verdaut hatten. Man bezeichnete diese Dinge als Zündplättchenpistole, allerdings größere Zündplättchenpistolen. Die Army, die Navy, die Air Force, Leute wie ich, wir sprachen davon, dass sie auf dem Schlachtfeld nützlich sein könnten, nur eben mit einem größeren Knall. Wir haben viel nachgedacht, analytisch und kritisch sozusagen über die nächsten 15 oder 20 Jahre. Die meisten Leute in dieser Gemeinschaft, ob sie nun Physiker waren, Nuklear- oder andere Physiker, Ingenieure oder was auch immer, kamen zu dem Schluss, wie auch Michael Gorbatschow, wie auch fast jeder Führer der Sowjetunion schließlich und jeder US-Führer von Carter an, dass es eine absolute Katastrophe wäre, auch nur ein paar der thermonuklearen Waffen, die wir heute haben, auf dem Planeten zu zünden. Und später entwickelten wir sogar noch ausgefeiltere Waffen. Ich spreche von Waffen, die tausendmal mehr Sprengkraft haben als die Bomben, die wir auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Es geht um eine unvorstellbare Zerstörung. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir mindestens einen nuklearen Winter herbeiführen würden. Das heißt, es gäbe 5 bis 10 Jahre lang keine Ernten. Man könnte keine Landwirtschaft betreiben, außer an einem speziellen Ort, den man dafür geschaffen hat. Das würde die Hälfte der Kapazität des Planeten, Nahrung für Menschen zu produzieren, zunichte machen, wenn nicht mehr. Es würden also Hunderttausende, Millionen, vielleicht Milliarden Menschen sterben, nur weil die Wolkendecke von Moskau bis Peking, von Washington bis Tokio so dicht ist, dass man nichts tun kann. Nuklearer Winter.
Aber auch die Zerstörung wäre furchteinflößend. Und jetzt, wo wir all die Jahre dieses kritischen Denkens hinter uns gelassen haben und nun plötzlich wieder darüber reden, haben die Russen in ihre veröffentlichte Doktrin aufgenommen, dass sie, wenn die NATO Russland oder einen ihrer Verbündeten angreifen würde, Atomwaffen zur Zurückdrängung des Angriffs einsetzen würden. Und zwar, weil sie angeblich das Gefühl haben, unser Vorteil und unsere präzisionsgelenkte Munition sei so groß, dass sie den Angriff nicht überwinden könnten, außer mit Atomwaffen. Also haben sie eine Kurzstreckenatomwaffe entwickelt, die ziemlich stark ist. Das ist der Grund, warum sie den INF-Vertrag verletzt haben und warum wir schließlich, sehr töricht meiner Meinung nach, wir hätten darüber reden sollen, diesen Vertrag selbst gekündigt haben. Der einzige Vertrag, der jetzt noch übrig ist, lautet New Start. Und Gott sei Dank haben Putin und Biden sofort darüber gesprochen und ihn um, ich glaube, 5 Jahre verlängert. In der Zwischenzeit sollten sie sich treffen und anfangen, sich auszutauschen. Und wir müssen andere Leute mit einbeziehen. Und schließlich müssen wir Länder wie Nordkorea und Israel einbeziehen. Gebt es zu, ihr habt tatsächlich Atomwaffen. Tretet dem Atomwaffensperrvertrag bei und lasst uns die Sache so machen, wie es sich gehört. Pakistan, Indien, China. Wir müssen all diese Nationen in ein Atomwaffenkontrollregime bringen. Wissen Sie, der Klimawandel ist zwar existenziell, aber Atomwaffen sind von vornherein existenzbedrohend. Und es macht einfach keinen Sinn, dass irgendein Militäroffizier über die Sinnlosigkeit des Einsatzes von Atomwaffen spricht. Ich weiß, warum sie es tun. Zumindest denke ich, es ist vielleicht wahnsinnig. Ich meine, ich schließe das nicht völlig aus, aber sie tun es, weil sie denken, oh, das würde Putin erschrecken. Oh, das würde Xi Jinping verängstigen. Oh, es wird sie alle in Angst versetzen. Wir werden Pakistan und Indien einschüchtern, weil sie 2019 einem weiteren nuklearen Schlagabtausch zwischen ihnen sehr nahe gekommen sind. Sie zündeten tatsächlich ihre Raketen in Hinblick auf Überwachung und Zielerfassung und Informationen. Sie waren bereit, sie abzufeuern. Indien und Pakistan machen mir jedes Jahr Angst, wenn sie so etwas tun. Das ist also eine Rhetorik, von der sie denken, dass Leute, die Atomwaffen haben, davon abgehalten werden, sie einzusetzen. Ich denke, es ist das Gegenteil. Ich denke, sie müssen den Mund halten und in die Verhandlungen, in die Diplomatie und zurück in die Rüstungskontrolle einsteigen, die gegen Ende des Kalten Krieges so erfolgreich war. Ich meine, wir hatten dabei keinen besseren Partner als die Russen. Schauen Sie, was wir getan haben. Ich war dabei. Wir gingen nach Russland, zerstörten und demontierten ihre Sprengköpfe. Wir halfen ihnen. Wir haben es geschafft, im Rahmen des Moskauer Abkommens von 2002, an dem Colin Powell großen Anteil hatte, gingen wir von ursprünglich 30.000 auf beiden Seiten runter. Wir wollten auf etwa 1.200 runtergehen und wir haben auf etwa 2.000 reduziert. Das ist eine gewaltige Reduzierung von 30.000 auf 2.000 und wir wollten noch weitergehen. Wir haben eine Analyse im Führungsstab gemacht, die besagt, dass wir beide unsere Aufgabe der Abschreckung erfüllen können. Und das ist alles, was irgendjemand tun wollte, weil die Waffen nicht verschwinden würden. Man kann sie nicht unerfinden, wie ein Israeli es ausdrückte. Also muss man sie bei sich haben. Gut, man hat ein paar zur Abschreckung. Wir haben analytisch bewiesen, dass man mit 300 auf beiden Seiten den gleichen Job machen kann. Und schauen Sie, wie viel Geld man sparen würde. Man würde 1 Billion oder 2 Billionen Dollar sparen, die man sonst für Atomwaffen ausgeben würde. Man könnte die Interkontinentalraketen ICBM loswerden. Die sind ein Angriffsziel. Das ist alles, was sie sind. Sie sind fest installiert, sie können sich nicht bewegen, also sind sie ein Angriffspunkt. Sie laden geradezu zu einem Erstschlag ein. Ein Überraschungsschlag, um die ICBMs loszuwerden. Die U-Boote und einige Bomben sollten behalten werden und man sollte diese auf 300 bis 600 reduzieren und die Rüstungskontrolle wiederherstellen. Darauf sollten wir uns zubewegen. Ich hoffe, Präsident Biden weiß das. Wenn wir die Spannungen im Nahen Osten verringern wollen, warum ziehen die Vereinigten Staaten dann nicht einfach ihre Besatzung und militärische Präsenz in der Region und speziell im Irak zurück? Why not? I agree with you. Ja, warum nicht? Ich stimme Ihnen zu. Wir sollten aussteigen. Das ist genau, was Trump angekündigt hat. Wissen Sie, 2016 hätte ich deswegen fast für Trump gewählt, weil er sagte, er sei gegen dumme, endlose Kriege und er wolle sich aus dem Nahen Osten und speziell aus dem Irak zurückziehen. Siehe da. Sogar ein aufmüpfiger, sturer, hirnloser Kerl wie er. Aber über etwas Intelligentes zu stolpern, konnte die Bürokratie nicht dazu bringen, sich zu bewegen. Er sagte, er wolle Truppen aus Syrien abziehen. Wissen Sie, wir haben jetzt Stützpunkte in Syrien gebaut. Wir haben Militärbasen in Syrien. Wir bauen Stützpunkte in Norwegen. Wir haben mehr als 800 Stützpunkte auf der Welt und wir bauen noch mehr. Wir reduzieren sie nicht. Wir bauen noch mehr. Es ist verrückt. It's insane.
It is. And I mentioned earlier Jamal Khashoggi. Ich habe vorhin schon mal Jamal Khashoggi erwähnt, ein Journalist, der eine Bedrohung für das Establishment darstellte. Ein anderer Journalist, der auch eine Bedrohung für das Establishment war, ist WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Es ist ein Fall, den ich sehr genau verfolgt habe. Julian Assange hat durch WikiLeaks die Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan aufgedeckt. Was ist Ihre Sicht zu seinem Fall und seiner fortgesetzten Folter und Inhaftierung? Genau wie jeder, der die dreckige Unterwäsche des Imperiums entlarvt, wird auch er verfolgt werden. Julian Assange und auch mehrere andere, die ich genannt habe. Einige von ihnen sind Journalisten, einige sind Whistleblower wie Tom Drake zum Beispiel oder Bill Binney. Es entsteht diese Situation, wo das Imperium und seine Führung sie einfach nicht tolerieren kann. Also werden sie mit dem Espionage Act belegt. Mehr als 90 Jahre Gefängnis für 20 Anklagepunkte mal 40. Das ist wahnsinnig, es ist geisteskrank und die Leute vergessen, dass er ein Journalist ist. Letztlich ist er ein Journalist. Was immer man ihm antut, ist ein Präzedenzfall dafür, was man in Zukunft mit Journalisten machen kann. Das ist das Gefährlichste daran, Julian Assange so zu verfolgen, wie wir es tun. Und ich hoffe, dass die Briten am Ende genug Verstand haben, um sich über diese besondere Beziehung hinwegzusetzen. Genügend Vernunft, um ihn uns nicht zu überlassen. Punkt. Keine Ahnung, wohin er geht, wenn er in eine Art rechtlichem Schwebezustand ist. Aber ich würde lieber das erleben, als ihn an die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu sehen, wohl wissend, was wir tun werden. Was würden die Vereinigten Staaten Ihrer Meinung nach tun, wenn man ihn ausliefern würde? Das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Der Generalstaatsanwalt ist noch der ehemalige, denke ich. Wenn man Leuten wie Eric Holder zuhört, der ja Obamas Generalstaatsanwalt war und verdammt blutrünstig ist, wenn man sich seine Taten anschaut, hat er mehr Whistleblower verfolgt als jeder andere in der Geschichte. Sie werden ihn vor Gericht stellen. Er wird nach dem Espionage Act verurteilt werden. Es wird ein Scheingericht sein. Er wird aus Leavenworth oder sonst woher verschwinden und niemand wird je erfahren, was mit ihm passiert ist. Keinen wird es interessieren. Sein Name wird aus der Geschichte verblassen. Außer für Leute wie Sie und mich, die vielleicht ab und zu darüber schimpfen. Genau, das brauchen wir. Der einzige Weg, wie wir wirklich eine bessere Welt haben können, vielleicht nicht der einzige Weg, aber einer der Wege ist, dass die Menschen Zugang zu wahrheitsgemäßen Informationen haben und das Fehlverhalten ans Licht gebracht wird und öffentlich gemacht wird, damit so etwas nicht ständig passiert. Es gibt also eine gewisse Rechenschaftspflicht. Wie können wir also so weitermachen, wenn Journalisten, die den militärisch-industriellen Komplex der USA aufdecken, bestraft, gefoltert und eingekerkert werden? Und wie kommen wir da wieder raus? Das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ohne etwas Mut von der Legislative und von den Gerichten nimmt man das, was wirklich routinemäßig mit dem nationalen Sicherheitskomplex in Verbindung gebracht wird, das FISC, das Gericht der Vereinigten Staaten, betreffend der Überwachung der Auslandsgeheimdienste, und man schaut sich ihre Entscheidungen an und sie haben wahrscheinlich zwei, vielleicht drei Entscheidungen in den letzten 20 Jahren gegen die Regierung getroffen. Und das liegt zum Teil daran, dass sie nicht wissen, was sie tun. Sie haben keinerlei Erfahrung im Bereich Sicherheit. Sie nehmen das Gesagte der Regierung beim Wort und entscheiden entsprechend. Und eine der Entwicklungen, die ich in den letzten 20 Jahren, aber sicherlich im letzten Jahrzehnt, besonders bedrohlich finde, ist, dass das Gerichtssystem, das sich früher nicht mit Fragen der nationalen Sicherheit befasst hat, es vielmehr dem Kongress und dem Präsidenten überlassen hat, weil sie nicht das Gefühl hatten, dass sie die richtige Expertise und den richtigen Zuständigkeitsbereich haben, sich zunehmend in diese Entscheidungen einmischt. Die Tendenz der Exekutive und der Legislative wird verstärkt, drakonische Dinge zu tun, die unsere Rechte verletzen, die gegen die Verfassung verstoßen, insbesondere gegen die 10 Zusatzartikel, die am Ende des Tages wichtiger sind als die eigentliche Verfassung. Das ist beängstigend. So wie nationale Sicherheitsbriefe und das, was zum Beispiel das Justizministerium von Obama getan hat, wurde durch das Gerichtssystem verstärkt und ratifiziert. Das ist schlimm. Es sollte andersherum sein. Sie sollten unsere Bürgerrechte schützen und nicht der Regierung helfen, sie zu beschneiden. Ich glaube, es war Franklin, der sagte, dass diejenigen, die auf Kosten ihrer Freiheit nach Sicherheit streben, keine haben werden. Und er hatte absolut recht. Excellent quote. I'm so glad that you mentioned that. Ausgezeichnetes Zitat. Ich bin so froh, dass Sie das erwähnen, weil ich das Gefühl habe, wir stellen oft die nationale Sicherheit über unsere eigenen Freiheiten und Rechte. Und das wird oft als Vorwand benutzt, um drakonische Gesetze zu erlassen.
And another thing I do want to ask you about. Ich möchte Sie auch fragen, ob es den Leuten, die hinter dem militärisch-industriellen Komplex in den Vereinigten Staaten stehen, wirklich darum geht, die amerikanischen Bürger zu schützen, oder ob es ihnen darum geht, ihre Macht in der Welt zu behaupten. Both. Beides. Ich habe eine Menge Freunde, die für Lockheed, Northrop Grumman, Boeing, Raytheon arbeiten. Sie sind ehemalige Oberstleutnants und Colonels beim Militär und sie haben ein Interesse an der Integrität ihrer eigenen Familie und an ihrem Gehalt und ihren Aktienoptionen und so weiter. Jeder Amerikaner ist wahrscheinlich in gewisser Weise so. Sie denken nicht darüber nach, was sie im gesamtheitlichen Sinne tun. Wenn doch, dann trinken sie eine Menge. Wenn sie es tun, schicken sie mir E-Mails und erklären sich mir, wie zum Beispiel kürzlich einer von Lockheed, ein ehemaliger Marine. Marines sind immer Marines, sie sind nie ehemalige. Und er sagte, ich höre auf. Ich fragte, warum? Er stand gerade kurz vor der Beförderung zu einem ziemlich wichtigen Vizepräsidenten. Er sagte, ich höre auf, weil es meiner Familie jetzt gut geht. Ich habe meine Enkelkinder durch die Schule gebracht und alles, aber ich habe es satt. Und er sagte es auf eine Art und Weise, die mich wirklich berührte. Er sagte, ich habe es satt, ein Mitglied des größten Todeskonzerns der Welt zu sein. Und er hat recht. Lockheed Martin ist genau das. Es ist der größte Lieferant von Waffen und Tod durch diese Waffen auf der Erde. Und stiehlt dabei von der Regierung. Man nehme nur das F-35-Programm. Es hat im Moment so viele Probleme. Sie haben wahrscheinlich von der Regierung der Vereinigten Staaten fast $1 Billion gestohlen. Das Verteidigungsministerium kann das Programm nicht einmal prüfen. Sie waren im letzten Jahr dazu verpflichtet, dies zu tun. Sie haben nur berichtet, dass sie es nicht können. Und sie haben versagt. Sie können es nicht tun. Ein Grund, warum sie es nicht tun wollen und können, ist, dass sie die außerordentliche Menge an amerikanischen Steuergeldern, die verloren gegangen sind, nicht zeigen wollen. Diese Steuergelder gehen aber nicht nur an die Vizepräsidenten und CEOs und COOs, sondern auch an den Kongress, um sicherzustellen, dass der militärische Komplex stark und intakt bleibt. Kongressabgeordnete arbeiten nicht einmal selbst an den Gesetzen. Sie schreiben die Gesetze nicht. Ihre Mitarbeiter schreiben die Gesetze nicht. Lockheed schreibt das Gesetz und gibt es an die Mitarbeiter weiter. Der Stab sieht es sich an, macht manchmal ein paar Wortänderungen und gibt es dann an das Mitglied des Kongresses weiter, das es vorlegt. Und das gilt auch für viele andere Dinge, die Gesundheitsindustrie, die große Lebensmittelindustrie, die fossile Brennstoffindustrie. Kongressabgeordnete schreiben immer weniger Gesetze. Die Lobbyisten schreiben die Gesetze. Das ist gefährlich. Es ist gefährlich für jeden, der vorgibt, ein Demokrat oder Republikaner zu sein, eine Art von Rechtssystem zu haben, das funktioniert. Aber das ist es, was Geld tut. Es verschmutzt. Das Schlimmste, was uns in dieser Hinsicht je passiert ist, war Citizens United. Wir müssen diese Entscheidung rückgängig machen. Wir müssen dieses verunreinigende, korrupte Geld aus der Politik herausholen. Es erlaubt diesen Leuten hinter den Kulissen, ohne dass sie es merken, die Politik zu verpesten. Man schaue sich die Kosten eines Senatorenrennens in nur einem Staat an, ganz zu schweigen von den Kosten für ein Präsidentschaftsrennen. Es geht um Milliarden, mehrere Milliarden, 6, 7 Milliarden, um in einem Staat wie Kentucky zum Senator gewählt zu werden. Das ist Irrsinn. Aber Citizens United und der Supreme Court, diese Entscheidung wird die von Dred Scott sein. Diese Entscheidung war schrecklich. Sie ruiniert unsere Politik, sie ruiniert unsere Legislative und so weiter. Genauso wie der militärische Komplex, weil sie es diesem möglich gemacht hat, alle Arten von Geld dort einzuschleusen, so wie es fossile Brennstoffe, Big Pharma, Big Food, Monsanto und so weiter getan haben. Das ist nicht die Art, wie man eine Republik führt. Und dazu muss ich eine letzte Bemerkung machen. Es ist unsere Schuld. Es ist die Schuld eines jeden Amerikaners, dass dies geschehen ist. Wir haben nicht hingeschaut. Wir haben nicht aufgepasst. Wir haben uns nicht zu dem Anlass geäußert und uns erhoben. Wir haben nicht das gesagt, was wir hätten sagen sollen. Wir haben nicht das getan, was wir hätten tun sollen. Es ist jetzt außer Kontrolle geraten und es ist wirklich fraglich, ob wir es wieder unter Kontrolle bekommen können oder nicht. Ich möchte mit einer positiven Anmerkung enden und Sie fragen, was die Menschen jetzt tun sollten, um sicherzustellen, dass wir in einer moralischeren Gesellschaft leben, die nicht vom militärisch-industriellen Komplex und den korrupten Geheimdiensten diktiert wird. Diese Frage bekomme ich oft gestellt, vor allem von meinen Studenten, und ich habe immer alle möglichen Dinge gesagt, die ich für koscher hielt, wie zum Beispiel, benutzt keine Plastikflaschen für euer Wasser und solche Sachen. Global denken und lokal handeln. All die guten Schlagworte.
Jetzt habe ich meine Meinung geändert, denn ich habe gesehen, was passiert. Sie müssen sich ans Telefon setzen. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, besuchen Sie Ihren Kongressabgeordneten und Ihren Senator, insbesondere den Kongressabgeordneten oder die Kongressabgeordnete. Denn im Allgemeinen werden Sie, wenn Sie an Ihre Tür klopfen und Ihnen sagen, dass Sie aus Ihrem Bezirk kommen, werden Sie sagen, kommen Sie doch rein. So ist das nun mal, so funktioniert das. Gehen Sie gleich rein und setzen Sie sich hin und halten Sie ihnen einen Vortrag, bis Sie die Nase voll haben. Ich habe gesehen, dass dies bei einer Reihe von Einzelproblemen funktioniert. Es kann auch mit den größeren Problemen funktionieren. Schreiben Sie Briefe an Ihren Senator, rufen Sie Ihren Senator an. Akzeptieren Sie kein Nein als Antwort. Weigern Sie sich, mit den Anrufen aufzuhören, bis man mit Ihnen spricht. Als Susan Collins sich hinsetzte und mir sagte, dass der Jemen ein Nischenthema für sie sei, schaute ich sie an und sagte, Senatorin, ein Nischenthema? Die größte humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, ein Choleraausbruch, noch nie so viele Menschen, die verhungern, eine Raytheon-Bombe, die einen Bus traf und 41 Menschen tötete, von denen keiner ein Kämpfer war? Das ist ein Nischenthema für Sie? Naja, sie hat ihre Meinung geändert, aber ich weiß nicht, ob sie es sich wirklich anders überlegt hat. Ich hoffe, dass sie das getan hat. Sie müssen an diese Leute herankommen. Man muss ihnen klar machen, dass sie schuldig sind. Man muss mit ihnen reden. Man muss ihnen sagen, Waffenkontrolle ebenso. Schlagen Sie die NRA mit ihren eigenen Karten. Reden Sie mit diesen Leuten. Machen Sie ihnen klar, was sie wollen. Neulich habe ich etwas gesehen, das mich umgehauen hat. Es gab keine bedeutenden Republikaner in der Klimafraktion des Kongresses. Selbst mit der Arbeit der Bürger-Klima-Lobby im ganzen Land hatten sie Schwierigkeiten, Republikaner in diesen Ausschuss zu bekommen. Tja, dann kamen ein paar Gemeindeversammlungen in Orten wie Texas, Nebraska und so weiter nach Washington. Sie traten dem Klimaausschuss bei, weil eines der Themen, von denen sie hörten, als sie nach Hause kamen, das Klima war und die kritische Natur des Regens, der Winde, der Orkane und so weiter. The rain, the winds, the hurricanes and so forth. Das ist es, was nötig ist. Die Amerikaner müssen sich engagieren und sich mit dem Kongress auseinandersetzen. Okay, very sound. Ein sehr vernünftiger und guter Rat. Colonel Lawrence Wilkerson, ich danke Ihnen. Truly, thank you for having me. Of course, thank you. And again, und noch einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, wie immer, dass Sie sich diese Sendung anschauen und Activism Munich unterstützen. Bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und drücken Sie die Glocke, damit Sie jedes Mal benachrichtigt werden, wenn wir ein neues Video hochladen. Wenn Ihnen unsere Arbeit und dieses Video gefällt, spenden Sie bitte an unsere Organisation, damit wir mit unseren unabhängigen Nachrichten und Analysen weitermachen können. Ich bin Taylor Hudak von Activism Munich. Danke fürs Zuschauen.